Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Es geht wieder weiter, aktuell hier im Schattentempel. Es geht weiter, ich freue mich. Wir haben auch endlich im letzten Part alle möglichen Items erhalten. Beziehungsweise in dem Fall... Okay. In dem Fall waren das Schlüssel. Scheiße. Sind die natürlich auch wieder da. Ah, das ärgert mich gerade. Ja, in dem Fall waren das Schlüssel, um den Dungeon komplett abschließen zu können. Wow. Gerade voll reingefailt, ey. Und natürlich nehme ich jetzt auch noch alle Spinnen mit. Das hatte ich ja hier im letzten Part alles eigentlich schon erledigt. Naja, machen wir es nochmal. Cooler Start auf jeden Fall. Ja, super. So, war hier nicht noch eine? Nee. Aber hier kommt jetzt so ein Schattenkrabscher, ne? Ja. Den hauen wir noch schnell weg. So, tschüss. Und dann würde ich sagen, passe ich mal... das war auch schon wieder super. Ich hätte Geld vielleicht mitnehmen sollen. Egal. Egal. So. Jetzt aber. Jetzt machen wir keine halben Sachen. So, tschüssi. Wir müssen, glaube ich, hier lang, oder? Oder müssen wir nach hinten? Anhand der Karte ist das echt schwer zu sagen, ne? Weil man gar nicht sieht, wo man ist aktuell eigentlich. Okay, ich glaube aber, wir müssen hier lang. Da drüben waren wir, glaube ich, komplett fertig. So, zack. Ich packe mal das Auge der Wahrheit aus. So, zacki. Das beirrt mich immer, dass wir diese Schuhe nicht richtig anhaben. So. Genau. Hier war der letzte Punkt, wo wir aufgehört hatten. Hier brauche ich jetzt auch den Enterhaken, den ich gerade weggepackt habe. Super. Und da können wir uns hochziehen. Okay. Dann geht es jetzt hier offiziell weiter. Jawohl. So, jetzt kommen wir, glaube ich, in diesen Bereich, wo es windig ist, richtig? Mhm. Dum, dü, dum. Hallo. Bam, 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 bam. Yay, ein Herzchen. Okay. Ja, ich bin guter Dinge, dass wir den Dungeon in der Folge heute schaffen. Wenn ich nicht überall runterfall. So, gehen wir erst einmal gerade durch und dann lassen wir uns von dem Wind mal ein bisschen treiben, würde ich sagen. So, was gibt's denn hier Schönes? Erstmal ein paar Zombies. So, da haben wir direkt eine Schatzkiste. Mit dem Deku-Schild. Hey. Was soll mir das Ding eigentlich sagen? Ach so, naja. Das ist das Geheimnis, Leute. So, zack. Dass wir uns vom Wind treiben lassen sollen. Und ein weiterer Schlüssel. Das gefällt mir. Wir brauchen jeden Schlüssel. Achso, nee, das Gulti war das. Ups. Bisschen verwechselt. Wir haben aber noch eine Schatzkiste hier. Und zwar da hinten in der Ecke. So.
Ja, leider auch nichts. Schade. Naja, 100 Rubine. Nehmen wir mit, ne? Würde ich sagen. So, kommen wir jetzt schon zum Schiff? Ja. Fabelhaft. So, da gibt es auf jeden Fall auch noch eine Skulti zu holen. Und dann... Da drüben gibt es auf jeden Fall auch noch einige Schatzkisten zu holen. Skulti Tulas auch noch zu holen. Also wir werden noch ein bisschen was bekommen. Plus natürlich die Items vom Boss. Ich bin guter Dinge, dass wir vielleicht noch irgendwas Schönes abstauben können. Und dass wir dann vielleicht direkt in den nächsten Tempel rein können. Mal schauen. Ich bin gespannt. So. Machen wir erstmal den hier. Und zack. Hallo, mein Freund. Ein Herzteil. Ja, das nehmen wir mit. So. Für Ocarina of Time. Das freut mich. So, trinken wir erstmal noch einen Schluck Kaffee. Und zum Glück haben wir ja auch Zeldas Wiegenlied. Sonst wären wir hier auch nicht weitergekommen. Ja, in den Wassertempel könnten wir theoretisch auch nochmal rein. Da wir jetzt die Wasserstände verändern können und könnten da nochmal ein paar Skultis mitnehmen. Ich hoffe aber, dass wir vielleicht noch ein paar Schlüssel bekommen. Wie viele gibt es denn da? Einen bräuchten wir noch. Einen bräuchten wir noch, dann könnten wir alles machen. Obwohl ich ja glaube, im Wassertempel braucht man auch nicht alle kleinen Schlüssel, ne? Was war denn das? Machst du nix? Meine Güte. Der war ja lame, der Kampf. Also das hatte ich irgendwie schlimmer in Erinnerung. Okay. Ja. Na dann, weiter geht's. Die Ship ist sinking. So. Auge der Wahrheit habe ich. Haben wir hier auch nochmal drei Räume. So, Raum Nummer 1. Ist... direkt so einer. Achso. Shit. Ah. Ah, ich hasse die Viecher. So. Ja, geil. Irgendwas Gutes, Leute. Irgendwas Gutes. Gib her. Okay. Spin-Up-Attack-Upgrade. Ja, okay. Kann ich auch nirgendwo eintragen. Ist halt von der Fee, ne? Das heißt, wir können jetzt in Majora's Mask die große Spin-Attack machen. Vorher ist da, glaube ich, nur die kleine möglich. Ja, okay. Ganz nett. Rauchen tut man es jetzt nicht. So. Na. Dann haben wir hier nochmal... drei Totenköpfe. Wow. Ist, glaube ich, nur eine Skulli drin, ne? Ne, hier war nur Geld drin. Skulti, wo ist die? Dann klebt die direkt hier unten dran wahrscheinlich. Oh Gott, das gute Geld! Naja. Vorhin habe ich auch 20 Rubine liegen lassen. Noch ein Herzteil, Wahnsinn.
Wieder für Ocarina of Time. Naja, okay. Nehmen wir mal so mit. Ich glaube, das waren jetzt auch alle Skulltees, oder? Jo, geilo. Dann haben wir da noch zwei Schatzkisten. Und dann gibt's, ja, Bossfight. Dann geht's schon in den Bossfight. Sehr schön. So, und hier braucht man zwangsläufig... Ich weiß gar nicht, geht das auch mit Feuerpfeilen? Habe ich noch nie probiert. Will ich mal ausprobieren. Ansonsten habe ich immer mit Dins Feuerentferno geschossen. Man braucht tatsächlich Dins Feuerentferno. Anders geht's nicht. Okay. Oder habt ihr andere Ideen, wie das geht? Theoretisch müsste es eigentlich auch mit Feuerpfeilen gehen. Da haben wir auf jeden Fall nochmal eine geile Schatzkiste. So. Schauen wir uns erstmal die unspektakuläre an. Ein Rubin. Und dann Mr. Spektakuläre Schatzkiste. Hallo. Oh, die Maske der Nacht. Da können wir jetzt der Oma zuhören, ne? Zack. Cool. Ja, könnte ja potenziell was Wichtiges sein. Schön. Schön, schön, schön. Natürlich hätte ich jetzt schon lieber ein anderes Item gehabt. Aber vielleicht gibt's das ja bei der Maske dafür. Also für die Quest von der Maske. So, das hätten wir. Dann ist jetzt Boss-Time. Da brauche ich jetzt nochmal Pfeil und Bogen. Ich weiß gar nicht, was sind denn für Bosse noch offen? Also wir können alle Bosse, glaube ich, machen. Bis auf Twin Rover. Ansonsten müssten alle Bosse eigentlich machbar sein. Gut. Ich habe keine Ahnung, was noch fehlt. Habe ich gerade echt nicht im Kopf, tatsächlich. Naja, wir werden es gleich herausfinden. So, das ist auch einfach so ein sinnloser Raum, finde ich. Hätten sie sich auch sparen können. So, was haben wir denn hier? Ah, hier ist Volvagia. Hallo, mein Freund. Ja, da haben wir wieder unsere schöne Pokémon-Musik. Aber die passt zum Boss-Fight ganz gut. Aber jetzt haben wir bestimmt eine andere Musik, oder? Ja. Pirates wieder. Ja, die ist ein bisschen unepisch. Irgendwie ist die Feuer-Pokémon-Musik ein bisschen cooler. Ich mal die Schuhe ausziehen hier. So, einmal mit dem Pfeil treffen, dann geht er nämlich gleich wieder runter. Zack. Da, 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 da. Shit. Ja, jetzt macht er ein bisschen Felsen runterschmeißen. Lustig ist, man sieht ihn dann gar nicht mehr, oder? Ah, doch. Aua. So, und das war's auch schon. Tschüss. Ja, easy Boss, oder? Kann man nicht anders sagen.
Ja, was haben wir jetzt im Tempel bekommen? Wir haben eine Maske bekommen. Zwei Masken haben wir bekommen. Nee, eine Maske haben wir bekommen. Und die Spin Attack. Und einen kleinen Schlüssel hat man. Nee. Das war auch kein kleiner Schlüssel, das war nur. Das Booty. Naja, gucken wir mal, was wir vom Boss noch kriegen. Das Lichtamulett auf jeden Fall. Heißt. Und ein Herzteil. Naja. Okay, wir kriegen das Lichtmedaillon und das haben wir jetzt aus dem Schattentempel. Genau, perfekt. Fabelhaft. Ja. Gut, Schattentempel erledigt. Damit ist auch komplett dieses Gebiet hier abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Und ich glaube... Market, Death Mountain. Beim Markt gibt es auch Skulltulas. Warum? Warum haben wir da noch Skulltulas offen? Bin gerade verwirrt. Kakariko ist immer fertig. Lostwoods fertig. Fertig. Nur der Markt ist noch offen. Warum haben wir den Markt noch offen bei Skulltulas? Was haben wir da vergessen? Höchstens, da ist irgendwo random noch eine Höhle und da konnte ich damals das Skullteam nicht mitnehmen oder so. Könnte ich mir vorstellen. Oh, I don't know. Oder das ist nicht aussagekräftig. Das weiß ich jetzt halt auch nicht. Okay, Leute, ich glaube, wir gehen in Majora's Mask mal rein und checken mal die Ergebnisse von unseren zwei Masken aus. Und dann würde ich vielleicht noch mal in den Spirit Temple reingehen für die nächste Folge. Ich glaube, das ist eine Idee. Das ist der Plan erstmal. Ja, einmal Maske der Nacht halt, ne? Der Oma zuhören, da kriegt man ein Item. Irgendwie so. Und dann können wir bei den Gorman-Brüdern vielleicht noch was kaufen. Mal gucken. Mal gucken. Konnte ich noch irgendwas anderes machen? Miau. Ja, gehen wir erstmal rüber. Ja, mich fuchst das jetzt, dass wir noch eine Skulltee offen haben. Das finde ich gerade irgendwie komisch. Kann halt sein, weil das Loch vielleicht gerandomized ist. Ich bin mir nicht sicher. So, hier ist schon alles perfekt vorbereitet. ich hole mir vielleicht nochmal kurz ein bisschen... Nee. Ein bisschen Knete. Für die Gorman-Brüder. Ich weiß halt nicht, wie teuer da manche Sachen sind. Oder ob ich da auch for free jetzt irgendwas bekomme. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber wir haben ja genug Knete. Ich wollte doch abheben. Machen wir 200 Rubine. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zur Oma, oder? Da müssen wir ja eh längere Zeit ausharren. So. Ach nein. So, gucken wir mal. Hallo, da bin ich. Ich möchte eine Geschichte hören. Zack.
Hi. Ich höre erstmal die 2 Stunden Musik. Ah, das ist auch cool mit den Bildern, ne? Ich glaube, dafür bekommt man nichts, oder? Doch, da bekommt man auch was. Okay, aber nur eine grüne Potion. Und bekommt man auch was dafür, wenn man sich die lange Geschichte anhört? Ja, die sind schon sehr cool, die Bilder, ne? Okay, man bekommt nur ein Item. Schade. Ja. Ja, blöd halt, ne? Ich dachte, wir kriegen jetzt was Besseres. Dafür haben wir jetzt unseren Rhythmus versaut und müssen quasi alles einmal zurückspulen. Weiß ich nicht. Okay, was können wir noch machen? Ja, gehen wir halt mal zu den Gorman-Brüdern. Ach ja. Man hört es immer wieder gerne. Ba, 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 ba. So, ich schieße mal kurz einen Tingle runter. Guck da nochmal kurz rein. Der Part ist eigentlich auch schon wieder rum. Ich würde sagen, bei den Gorman-Brüdern gucken wir noch schnell. Und ansonsten... Oh, ich glaube, ich würde dann erstmal den Geistertempel machen. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht noch irgendwas Schönes kriegen. Ja, nee. Tschüss. Ba, 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 ba. Ah, ich freue mich auch, wenn wir endlich den Warp-Song haben, ne? Das ist auch echt cool. So, was können wir denn jetzt machen mit dieser Maske? Wo ist sie denn? Da. Also erstmal können wir die Gesichtsausdrücke von denen ändern, ne? So. Hallo. Kann gar nicht mit denen reden. Mit ihm kann ich reden. Was bringt mir die Maske? Ich kann ja gar nichts mit denen machen. Bringt diese Maske überhaupt irgendwas? Was bringt die Maske, Leute? Bringt die überhaupt irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube gerade irgendwie nicht. Ich erinnere mich aber auch nicht dran. Sie bekommen ja von ihm, ne? Von dem Typi. Von Luigi-Verschnitt. Ah, aber die dicke Wirbelattacke. Ist schon was Cooles. So. Okay, Leute, das war's dann von mir. Ich würde sagen, ich port mich mal wieder zurück in Ocarina of Time rein. Ich weiß, wir können nicht komplett abschließen, aber ich würde trotzdem, glaube ich, nochmal in den Spirit-Tempel reingehen. Und vielleicht auch noch in den Wassertempel dann. Ich glaube schon. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht irgendwo auch die Feenmaske bekommen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Gut, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten. Dann geht's in den Geistertempel. Tschüssi, Leute.